Ja, hallo Zukunftszuschauer. Ihr seid bestimmt nur durch meinen Tweet ja, aufmerksam auf uns keine Ahnung, geworden. Vielleicht gucken sie das ja meine Schwester nur oder so. In 10 Jahren. Ja, in 10 Jahren. In 3, 4 Jahren. In 10 Jahren. Vielleicht in so 3. Dann kann ich sagen, ha, guck mal, was ich damals gemacht habe. Ja. Dann sagen sie mir so, oh mein Gott, du bist voll peinlich. Dann sage ich, ist mir egal, ich hab's gemacht. Ich hab mich was getraut. Wobei, die werden, glaube ich, niemals ein Problem haben, sich irgendwas zu trauen. Ja, kenne ich. Nein! Ich hab zwei. Ja, habe ich auch. Ich habe auch zwischendurch Sachen geerntet. Und. So, dann werde ich jetzt nochmal was trinken. Und dann war's ja, das mit je nachdem, Raft wann das neue Update kommt. Ja. Ja. War schön mit euch. Ich bin stolz auf unser Raft. Ja, eigentlich warte mal kurz. Eigentlich müssen wir nochmal auf die Insel und so ein richtiges von am besten bei von dem Raft machen. Bei Nacht eigentlich, damit die Fackeln schön sind. Oder eins bei Tag, eins bei Nacht oder so. Ja. Ja, kann man machen. Andere Seite. Ich weiß, wie man hier hochkommt. Ah, hier. Und hier und. Ah, da ist es. Ich hab mich erschrocken. Ich wusste, dass du hier oben bist. Ich mache auch noch ein paar Screenshots. Also, das ist schon ein fettes Raft. Ja, ich finde, das ist auch echt hübsch geworden. Wir müssen da vorne bei der neuen Fläche müssen wir auf der ersten Etage noch ein bisschen was bauen. Ja, ja. Kann man ja mal gucken. So, dann. Oh, fühlt sich voll komisch an, boah. Hör auf, bitte. Nein, ich mach das. Nein. Wo rechne ich so? Okay. Jetzt so. Aber ja, das ist ja nicht ich, das Ende. Ich gehe aber erstmal dann wieder aufs Ra. Einfach. Ich glaube, das ist. Damit der Hype. Au! Das Wasser war nicht tief genug. Ich bin irgendwie. Ich wollte mit Anlauf runterspringen und bin mit Anlauf. Den Berg runtergelaufen, immer wieder. Oh, fuck, hi, Oh, scheiße, ich ja. Dann sehen wir uns nach dem nächsten Update, so, wann immer dann. Das sein wird. Ja. Oder in einem von unseren anderen Let's Plays. Schaut doch mal Gott. Rein. Cringe. Und nicht vergessen, liken, bitte teilen, hör auf, bitte subscriben. Hör auf. Sofort. Ja, ja, aber es hört sich auch so scheiße an. Also klar, ich kann verstehen, dass manche ja, Leute wenn's das machen, wenn es euch gefällt, aber macht. Wenn nicht, dann ey, geht weiter, was auch immer. Es ja, so mein Gott, wir machen das egal, eh für ne? uns. Einfach damit wir es mal gemacht haben. Wenn ihr es gut findet, ist schön. Ja, eigentlich, ich mach das Ganze ja nur, damit ich mich das einfach mal traue. Damit ich nicht so denke, oh fuck, Menschen, ich würde wahrscheinlich so ein... Ich würde wahrscheinlich erstmal 5 Stunden in der Embryonalstellung unter meinem Schreibtisch verkrochen. Irgendeine Melodie summen, wenn wir so, keine Ahnung, 10 Zuschauer oder so hätten oder überhaupt mal ein paar Zuschauer. Wenn das halt wirklich Fremde sind, die dann auch kommentieren und sagen, oh ja, hier, ich finde euch ganz toll. Ich würde da, glaube ich, voll den Kasper kriegen und dann denken, oh mein Gott, woher kommt dieser Mensch? Wer hat den bezahlt? Und das ja. Deswegen, ich glaube, ich kann gar nicht in der Embryonalstellung haben, wo das Fett drin. So, nochmal kurz den Hai vertrieben. Das Ding reparieren. Also wir machen es eigentlich auch nur, um einfach diese Erfahrung gemacht zu haben, um uns weiterzuentwickeln. Ja. Um mir die Angst zu nehmen. Und vielleicht komme ich beim nächsten viralen Tweet. Ja, ich meine, man sagt dann gerade, wenn man jugendlich ist, so, boah, ey, sowas will ich mal machen und dann werde ich voll berühmt.
Aber dann viele Leute machen es dann halt einfach nicht. Und wir haben uns einfach gedacht, scheiß drauf, wir machen das jetzt. Dann kann man nachher nicht sagen, man hätte es nicht versucht. Ja, das ist allgemein. Ich glaube, das ist so ziemlich mein Lebensmotto mit mach einfach. Du kannst. Wenn es scheiße läuft, wenigstens hast du nachher eine Geschichte zu erzählen. Ja, und ich lebe eher nach dem Motto, wenn du es dich nicht traust. Eigentlich ja nicht, aber. So. Ja, das Ding ist einfach, wenn du. Hier, es hätte sein können, dass wir jetzt hier mega berühmt sind. Ne, oder sonst was. Kann ja noch alles passieren, aber wenn wir es uns niemals trauen, kann es ja nicht passieren. Und das gleiche ist einfach auch, zum Beispiel, ich habe Rogue angesprochen und ihn voll krank angebaggert, weil ich mir dachte so, ey, wenn ich es niemals versuche und ihm nicht zeige, dass ich Interesse habe, dann wird dann nie was draus. Und deswegen bin ich da recht forsch gewesen, obwohl es so gar nicht zu meiner Phobie passt. Und da sind auch viele Leute wahnsinnig überrascht von. Weil ich denke immer nur so, wenn man noch jemanden steht und der Person das nicht sagt, also seine Gefühle mit einer Person nicht offen kommuniziert, dann kann daraus nie was werden, weil die Person. Ja, viele Leute kapieren das nicht. Und deswegen einfach immer raus. Das Ding ist, man denkt so, oh mein Gott, was mache ich denn, wenn die Person, wenn die mir einen Korb gibt? Ja gut, dann gibt dir die Person einen Korb, aber dann hast du Gewissheit und kannst weitergehen. Und hast dann, wenn es gut läuft, hast du dann noch eine gute Freundschaft behalten, mit der du dann über Gefühle reden kannst, sagen kannst, ja, ey, hier, hab dir das doch mal erzählt, wie siehst du das? Weil die dann offen sind und du weißt, ey, das ist eine Person, die offen mit meinem Liebesleben, Sexualleben, sonst was umgeht, weil ich ihr das schon mal gesagt habe und die kein Problem hat und gesagt hat, yo, ich fühle zwar nicht so, aber kannst immer zu mir kommen. Und wenn diese Person sagt, nee, ich kann dich nicht leiden, geh weg, dann hast du eine Person verloren, der du scheißegal bist. Ja. Ergo, du hast nichts verloren. Es fühlt sich dann zwar erst so an, aber im Grunde hat die Person jemanden verloren, den ihn geliebt hat. Und man selber ja, hat eigentlich. Und Frauen, seid nicht so altmodisch, sprecht auch mal Männer an. Viele von uns sind sehr schüchtern. Genau. Ja! So, wenn ihr einen Mann interessant findet, dann sagt ihm das. Wir haben so viele Leute im Freundeskreis, die es einfach nicht kapieren, wenn eine Frau sie anbaggert. Also, ihr müsst wirklich, bei einem Mann müsst ihr wirklich hingehen und sagen, ey, ich stehe auf dich, ich will mit dir ein romantisches Date haben, oder ein Date haben im romantischen Sinne, und nicht so, hey, willst du mal was zusammen machen? Oder sagt so, wenigstens, ja, klar, hey, ich möchte dich mal besser kennenlernen. Ja, ne? Aber Männer, Alter, habt Respekt vor Frauen, ne? Geht nicht hin und sagt, oh, die Olle will ich knallen, ne? Sonst, ganz ehrlich, hat jede Frau es verdient, euch eine zu knallen. Und, denkt nicht so, geht nicht mit den Gedanken dran, oh, hier, ich bin so geil, ich mach mir jetzt klar, die Weiber stehen eh auf mich. Nein, wenn ihr so denkt, dann kann ich euch sagen, die meisten Weiber finden euch ziemlich abstoßend. Oder die meisten Frauen. Ja. Nur mal so als Tipp am Rande. Also traut euch was, aber seid dann nicht enttäuscht, wenn es nicht klappt, und beleidigt niemanden, wenn es nicht klappt. Und so gehe ich eigentlich auch an andere Sachen an. Zum Beispiel, wenn man wählt, ich wähle gerne. Ja, bevor du jetzt in deinem Redefluss das Thema wechselst, einfach so. Und wieder nicht, wann nicht dazwischen kommt. Für beide Geschlechter einfach, seid einfach ihr selbst. Wenn ihr euch verstellt für jemanden, dann wird das nie gut gehen. Ja, genau. Weil wenn man sich für jemanden verstellt, dann geht man dran kaputt. Ja, dann ist man auch nicht glücklich. Ja, auch nicht wahr. Das ist das Furchtbarste. Wenn ihr jemanden anlügt, nur damit ihr glaubt, dass die Person dann euch besser findet und auch versteht, wenn dann dieser Lügenhauch zusammenbricht, wird die Person euch hassen. So. Und allgemein, halt, was ich auch noch sagen wollte, halt, ich will gerne kleine Parteien zum Beispiel, weil ich halt denke, ey, wenn die keiner wählt, dann wird das eh nie was mit den 5% würde. Und ich habe so ein bisschen immer diese Hoffnung, ey, vielleicht bin ich die eine Stimme. Ja, halt, wenn jeder die Einstellung hätte, ne, ich will keine und, kleinen Parteien, weil die schaffen es ja eh nicht, dann würden sie ja sowieso nicht gewählt werden. Das ist so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung.
Ja, genau. Und ich bin halt immer so, ey, versuch's. Hm? Wenn du versagst, ja, hast du wenigstens... Wählt einfach die Partei, die am besten zu euch passt. Weil, auf die Kleinen. Ja, oder als es dann bei mir hieß, dass ich nicht arbeitsfähig bin, dachte ich so, Alter, ich bin ja der Abschaum der Gesellschaft, wenn ich nicht arbeiten kann. Wie scheiße kann ich als Mensch sein, wenn ich nicht arbeitsfähig bin und bin arbeiten gegangen? Und es war so eine Scheiße und es hat mich halt tatsächlich in den Suizidversuch getrieben. Aber ich habe daraus gelernt. Ich habe so kranken Respekt vor Leuten, die im Einzelhandel arbeiten jetzt. Und ich kann so viel verstehen. Und es ist eine Erfahrung, die ich gemacht haben muss. Sie hat mich leider sehr viel gekostet. Aber man muss auch Scheißerfahrungen machen, um im Leben voranzukommen. Und deswegen bin ich eher so dieses, okay, tu's mal, trau dich, sonst kommst du nicht voran. Und ich stecke seit Jahren fest, weil ich mich Dinge nicht traue. Und deswegen wollte ich mich das hier mit YouTube mal trauen. Ich wollte mich das mit dem Podcast trauen, wobei... Da kommt mir gerade ja Corona in den Weg. Und, ja, man muss einfach mal machen. So, am Ende ist das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man eine scheiß Erfahrung gemacht hat. So, hast du dem noch was zuzufügen? Fang keinen Job an, der ich unglücklich macht, nach Möglichkeit. Das ist... Ich weiß, manchmal ist... Und manche ja, Leute sind von der Schulbildung leider in der Position, weil weshalb auch immer, welchen Problem sie Schule abgebrochen haben oder so, dass sie es nicht können. Aber wenn ihr die Wahl habt, nehmt was, was euch Spaß macht, nicht das, was am meisten Geld bringt. Genau. Das ist das Ding. In einem Job... in der euch keinen Spaß macht, geht ihr kaputt. Das Ding ist, ich habe mich die ganze Zeit nicht getraut, irgendwas Körperliches zu machen, weil ich dachte, ich bin doch fett, ich schaff das doch niemals. Und jetzt helfe ich auf dem Bauernhof auf. Und ja, es ist anstrengend. Und ja, manchmal denke ich so, oh mein Gott, ich sterbe hier beim Arbeiten. Wenn du den Körper nicht benutzt, kann er auch nicht fetter werden. Ich glaube, ich... Ja, und das Ding ist einfach, seit ich mit der Schule fertig bin, also nicht mal in der Schulzeit, ich war noch nie so glücklich, wie ich jetzt bin. Mit diesem, so, dass ich auf dem Hof kann und so. Das ist so erfüllend, das ist so schön. Traut euch Sachen zu. Und das Ding ist, wenn ihr eine Frau seid und glaubt, ihr seid handwerklich begabt, aber glaubt so, ja, ich habe die Muskeln und sonst was. Traut es euch. Und wenn dann irgendwelche Männer mit sexistischer Scheiße ankommen, dann sagt einfach, ey, das ist gerade voll die sexistische Scheiße. Du weißt, ich kann dich dafür anzeigen, ne? So, weil ich weiß halt auch, das ist der Grund, warum ich nicht ins Handwerk gehen will, weil ich hätte die Muskeln dafür. Aber ich käme nicht mit dem Sexismus und der Beleidigung und sonst was klar, die im Handwerk leider herrscht. Und ich glaube, es müssen einfach mehr Frauen ins Handwerk, damit das mal gelernt wird. Damit der Sexismus daraus verschwindet. Jetzt noch voll die tiefsinnige Folge eigentlich hier gewesen am Ende. Ja, eine Stunde 15 war jetzt. So, dann nehmt diese Lebensweisheiten und dann bringt sie wieder mit ins nächste Let's Play oder so. Jo. Ja. Fragt sie nach draußen. Sagt anderen Leuten. So. Oh. Was für eine Reise. Wie weit wir gekommen sind von dem kleinen 2x2 ja. Holzbrett. Oh. Ja, und jetzt so viel Kram. Aber ganz ehrlich? Alleine würde ich sowas nie. Ich find's alleine irgendwann auch langweilig. Alleine würde ich nicht mal das erste Floß schaffen. Ich würde direkt vom Hai umgebracht werden, glaube ich. Ja. Also du hättest wahrscheinlich, ja, wo wir gerade wieder beim Thema sind. Ich könnte mir vorstellen, dass du bei der Wasagatan Probleme gehabt hättest mit den ganzen Ratten. Und dann halt bei Boa Island mit den Bären.
Aber sonst, ja, das mit dem Raft hättest du hinbekommen, alles. Hm. Kann ich Und ja wenn du mal ausprobieren, möchtest. ich kann es ja mal alleine spielen. Ich mache irgendwann so einen heimlichen Stream. So, aber auf meinem Ich werde Alko-Twitch-Ding. dich nicht aufhalten. Ich habe Ja, immer da einen war kompletten was. Bildschirm. Ja, Ach, komm. Junge. Also spätestens, wenn ich mir einen neuen PC hole, kommt wahrscheinlich auch wieder ein neuer Bildschirm und dann kannst du zumindest meinen Zweitbildschirm haben. Eventuell. Müssen wir mal gucken. Aber ein neuer PC dauert auch noch ewig. Ja, bis dahin kann ich es mir, glaube ich, leisten, meinen Ja. kompletten Bildschirm zu kaufen. Dann Gut, dann müssen wir noch andere Sachen. beenden wir jetzt endlich diese Folge. Man sieht sich. Jo. Macht es gut. Traut euch was im Leben. Bis dann. Tschüss.